mal wieder zu einem Video aus dem Heidepark. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Video aus dem Heidepark veröffentlicht haben. Was haben wir zu Halloween? Waren wir zu Halloween hier? Ja, oder? Haben wir dann ein Video gemacht? Haben wir? Oh Gott, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist ganz schlimm. Mein Gedächtnis wird immer schlimmer. Das ist das Alter. Ja, also herzlich willkommen zum heutigen Video aus dem Heidepark. Wir sind hier. Heute ist grün. Ist heute Gründonnerstag? Nee, heute? Heute ist Gründonnerstag. Oh mein Gott, es ist so komisch, wenn man so viele Tage frei hat. Es ist kurz vor dem Osterwochenende. Wir haben uns noch 2 extra Tage frei genommen. Heißt, wir haben insgesamt 6 Tage frei und machen so eine kleine Tour, sag ich mal, hier im Norden Deutschlands und fangen heute im Heidepark an, denn heute ist hier ein ganz besonderes Event. Es wird eine neue Attraktion eröffnet, die Dämonengruft, ein neuer Dark Ride, ein gruseliger Dark Ride, was mich sehr freut, wo ich sehr gespannt drauf bin. Und es gibt ein separates Video zu dieser Eröffnung und zu dieser neuen Attraktion, was ich so ein bisschen parallel gerade drehe und was schon online sein sollte, wenn dieses Video online kommt. Ich würde es euch an der Stelle verlinken. Matthias wird gleich auch ein bisschen mitfilmen, aber wenn ihr noch mehr sehen wollt davon und vielleicht auch ein ausführlicheres Fazit, sage ich mal, dann guckt gerne das andere Video rein. Und hier werden wir auch ein bisschen den ganzen Tag heute filmen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg und schauen, was uns hier erwartet heute. Wir sind sehr gespannt. Nach, sagen wir, merkwürdigen Ereignissen dort unten, haben die Dorfbewohner sich versucht zu schützen. Haben die Dorfbewohner die Gelegenheit genutzt und Touren in den Katakomben angeboten, damit wir den Gästen, wie zum Beispiel euch, euch zeigen können. Natürlich, ihr sollt euch nicht scheuen, sondern wir wollen euch zeigen, was so schönes, tolles da unten eigentlich so schön ist. Bald kommst du mit uns. Als Bauingenieur und Projektleiter für Mörlen, für den Heidepark. Und in diesem Projekt durfte ich das Projekt leiten und begleiten. Sie sehen zu Rechten praktisch, den Bereich, den wir umgebaut haben. Wildwasserbahn 2, Stationsgebäude ehemals. Wie gesagt, es war eine Wildwasserbahn. Wir haben sie komplett umgenutzt und wir haben sie auch komplett umbauen müssen, um einer neuen Nutzung praktisch zuführen zu können. Das war bautechnisch sehr aufwendig, also ich erzähle viele Dinge jetzt aus ingenieurtechnischer Sicht. Ich möchte nicht ganz, ganz, ganz viele Folien zeigen, sie langweilen, sondern ich habe mir einzelne wichtige Bilder einmal rausgepickt. Das ist die Bestandssituation, die wir hier sehen. Schreitet etwas verschachtelt in einer verschachtelten Wegeführung praktisch. Man erreicht das Stationsgebäude hier durch, wenn wir die Pre-Show durchlaufen, das ist eine erste wichtige Szene eigentlich auf der Story. Nach dem Fahrgeschäft, den gehen wir hier auf dieser Seite raus, praktisch verlassen das über diesen verschachtelten Weg einmal zurück. Das ist, das muss man sehr, sehr streng verfolgen. Da bin ich als Projektmanager immer hinterher, dass wir dort unsere Hausaufgaben machen. Dieses Wandpanel zum Beispiel, das werden Sie in einer Grottensituation wieder erkennen. Das ist ein Teil eines Musterstückes, was abgestimmt, vorgefertigt wird und dann zur Baustelle geschaffen wird und dort eigentlich vor Ort die letzte Finalisierung dort auch erfährt. Hier möchte ich einmal mit aufzeigen, die Szenen sind hier ein bisschen länger, hätte ich fast gesagt, aber ansonsten gehen wir detailgetreu vom abgestimmten Design einmal über die Vorfertigung. Rainer! Eieiei! So, steig rein! Jetzt geht's wieder los, wunderbar. Ja, herzlich willkommen zur Ostern. Ich bin Friedrich und werde euch zur Attraktion geleiten. Einmal folgen bitte.
ganz herzlich zur Katakombe. Ich möchte Sie einmal informieren, dass im Gebäude eine Pre-Show läuft. Alle 3 Minuten rotiert diese. Also Sie können gerne warten, wenn Sie sich das anschauen möchten. Oder schon vor dir. Es geht gleich los. Ja. Es riecht da drin so. Eigentlich. Nach muffig, ne? Oh, das riecht echt nach Tod hier drin. Leid. Es ist nämlich schon der nächste Tag jetzt und ich habe keine Ahnung, wo wir gestern aufgehört haben mit diesem Vlog. Aber ich werde es dann beim Schneiden sehen. Ich habe auch schon zwischendurch überlegt, sollen wir nicht einfach einen neuen Vlog beginnen heute? Aber dann hat Matthias gesagt, dass er sehr traurig wäre, weil er ja mit sehr viel Liebe gestern die Aufnahmen gemacht hat, die ihr eben schon gesehen habt. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter an der Stelle. Schatz, ist dir kalt? Du zitterst so. Oh. Ja, es ist leider, also wir sind gestern gegangen dann nach unseren Fahrten mit der Dämonengruft, weil das Wetter einfach schlecht war und wir keinen Bock mehr hatten. Und dachten, wir machen uns dafür heute einen schönen Tag hier. Heute ist aber das Wetter natürlich auch viel besser. Trotzdem. Eigentlich, wir machen genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ihr seht, die Tore sind noch zu. Wir sind einfach sehr früh auch. Ich glaube, die machen jetzt gleich um 9:30 auf. Dann können wir schon mal rein in den ersten Bereich. Und dann, heute ist der Tag, an dem die Dämonengruft offiziell aufmacht. Das ist Karfreitag heute. Das ist so ein bisschen Tradition hier im Heidelberg, dass man die Attraktion an Karfreitag eröffnet. Auch Koloss. Dämonen? Karfreitag? Ja. Auch Koloss am Karfreitag eröffnet vor... Wann war das? 2002, es ist schon 20. Ja, und dann aber dann wieder Karfreitag. Und ganz wichtig, war das auch an Karfreitag, wo Flug der Dämonen eröffnet hat? Das weiß ich nicht. Der Flug der Dämonen hat nämlich genau vor 10 Jahren eröffnet. Und jetzt haben wir eben die Dämonengruft bei Flug der Dämonen, passend zum Thema. Und das werden wir heute auf jeden Fall auch nochmal machen. So, jetzt würde ich aber sagen, gehen wir erstmal rein. Die Tore auf sind natürlich. Vorher geht's. Frage Geister, sei bereit. Es ist Gott, was das sei. Oder sei Pirat bei uns im Heidepark. Bump hat uns begrüßt. Ja. Ja, wir gehen jetzt in ganz gemütlichem Tempo zur Neuheit. Ja, warte mal, hier fehlt was, oder nicht? Fehlt hier nicht das Portal? Irgendwie schon. Da fehlt ein Portal. Ist da vorne denn das Portal noch da? Da ist es noch. Ja, ist noch da. Okay. Wir gehen jetzt zur Neuheit, die heute aufmacht. Voll cool. Wir sind wieder bei der Eröffnung einer Attraktion dabei, Matthias. Bei der offiziellen. Ja, es sind bestimmt schon ein paar ganz schnell gerannt, aber wir sind seit 10 Jahren aus dem Alter raus. Die Leute viben hier richtig hart zu Pepper. Ja, genau so sieht Vibe für mich aus. Oder Pepper-Pick-Vibe. Wie das auch so schaukelt am Rucksack. Ja, ja. Wir kennen den Herrn übrigens, er ist Statist hier im Heidepark. Statist. Bester Job. Statist. Hallo Kinder. Ist nicht rechts schneller? Es gibt jetzt einen Fotopunkt in der Krake Splash Zone. Finde ich auch spannend. Sehr witzig. Also eigentlich wären das bestimmt witzige Bilder. Vor allem bei denen, die es nicht checken, dass sie in der Splash Zone stehen. Also es ist nicht ganz exakt eine Splash Zone, aber je nachdem, wie der Wind steht, ist es auf jeden Fall nass da. Wir wollten ja zur Neuheit. Wir haben jetzt den größten Umweg gewählt, den es überhaupt nur gibt hier. Ich glaube, nur bei Scream noch mal lang wäre noch länger gewesen. Aber wir wollen ja auch ein bisschen anstehen, denn der Ausgang von der Attraktion verläuft genau neben dem Wartebereich. Das heißt, man sieht immer die Reaktion von den Leuten, die rauskommen. Und da bin ich echt neugierig drauf, wie das sieht. Wenn wir Leute kennen, interviewen wir die einfach so. Stopp! Kamera. Ja, vielleicht machen wir das. Eigentlich eine gute Idee. Nö,
Matthias, wie lange ist dann die Schlange für die Neuheit? Hallo. Schätze, das sind 3 Stunden. Stellen wir uns da an? Ja. Schon, oder? Hallo. Ja, aber oh mein Gott, oh. Kann das Ende der Schlange auf jeden Fall schon sehen. Es ist oben bei der Bobbahn. Also das sind locker 3 Stunden. Aber ich glaube, sie haben den Wartebereich auch gerade erst aufgemacht. Also es wird jetzt alles noch ein bisschen reinströmen. Das ist schon länger auf, Nathalie. Ach so, okay. Das ist so ziemlich alles. Ja, wir stellen uns mal an, weil ich habe irgendwie Bock da drauf. Ich will echt die Reaktion sehen von den Leuten. Ja, das glaube ich auch. Wir haben hier ein paar First Reactions für euch. Hau mal raus. Ich fand die Fahrt gar nicht mehr zu kurz. Also ich fand das toll. Also von der Länge her war das okay. So, ich gehe raus. Ich fand den Soundtrack in der Warteschlange richtig toll, weil es was so was Frisches, so was Fröhliches war. Dadurch war das nicht so was Bedrückendes. Und die Fahrt an sich. Die beste Szene fand ich tatsächlich die, wo sie nur mit Sound gearbeitet haben, im Dunkeln. Das war sehr atmosphärisch. Ja, insgesamt. Passiert vielleicht noch ein bisschen was und dann ist es eigentlich eine schöne Ergänzung zum Park. Es ist ja nichts weggekommen dafür, deswegen ist es eigentlich ganz gut. Ja, wir kommen gerade aus der Dämonengruft und ja, was soll ich sagen? Also Q-Line finde ich super, der Soundtrack ist ein bisschen nervig irgendwie. Der Pre-Show-Raum ist auch richtig, richtig gut gelungen. Die Station, mega. Von der Fahrt an sich, ja, ich war positiv gestellt. Ich hatte jetzt viel erwartet, muss ich sagen. Es hat mir gefallen, doch, es ist okay. Für Heide Park Verhältnisse war das von der Thematisierung her echt gut. Ich habe mich auch 2-3 Mal erschrocken, muss ich sagen. Also lohnt sich, macht es auf jeden Fall. Es hätte vielleicht noch ein bisschen länger sein können. Ich fand es von der Fahrt her war es doch relativ kurz. Aber schöne Effekte, schöne Attraktionen. Sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. So, wie lange haben wir gewartet? Etwa 100 Minuten. Ich hatte gedacht, dass es länger dauert. Ich habe die Kapazität schlechter eingeschätzt, als sie jetzt tatsächlich war. Weil das war okay. Also wenn die Schlange wirklich ganz bis nach hinten steht in der Q-Line, dann sind es so 45 Minuten. Ich denke mal, dass es jetzt halt wirklich nur so voll war, was wirklich jetzt gerade heute eröffnet. Natürlich, alle wollen das. Dann nicht mehr so. Alle wollen das fahren. Ja, jetzt sind wir es 3-mal gefahren mittlerweile und es war irgendwie wieder cool, weil wir jetzt wieder mit Leuten gefahren sind, die es noch nicht kannten. Die sich auch erschreckt haben. Und dann, also ich finde, bei der ersten Fahrt hatte ich ja auch was extrem, fand ich es auch extrem, es ist jetzt immer noch sehr gruselig, aber bei der ersten Fahrt ist halt wirklich einfach nicht, was passiert, ne, dann... Ja, dann ist halt mehr gruseliger. Ja. Ich finde übrigens das Fahrsystem auch ganz witzig. Das sieht aus wie so Einkaufswagen, das sind so, wie so Einkaufswagenrollen große, wo so eine Platte drauf ist und dann diese Chaise da oben drauf. Ja. Sehr interessant. Und man kommt, wenn man rausgeht, halt eben an der Warteschlange vorbei. Wenn man ansteht, ist es ganz witzig, die Leute sich anzugucken. Wenn man selber da lang geht, dann ist es auf einmal sehr unangenehm, weil jeder einen anstarrt. Das stimmt. Alle so, und wie war's? Ja, so. Lohnt so sich das, dass gerade. Ich hier richtiger Walk of Shame. Aber Nathalie, ich finde, es wird jetzt mal Zeit für eine Achterbahn. Das geht doch nicht mehr. Können wir machen. Ja. Welche? Egal. Was Tolles. Okay. Wir sind Colossus gefahren. Es war mega cool, aber ein bisschen kalt. Aber und wir sind vorne gefahren, 2. Reihe. Irgendwie war es echt gut, man hat echt gute Airtime da. Ich habe echt richtig Spaß gemacht. Und ich finde, es gibt hier so cooles Merch. Alleine wie viele verschiedene Designs hier. Die haben. Von XS bis 3XL. Ja, und die ganzen Designs. Guck mal, wie viele verschiedene Designs es gibt. Da ist ja auch schon irgendwas. Da sieht das so aus. Dann haben wir noch ein bisschen dezentere Sachen. Dann haben wir noch mal so. Das finde ich auch mega cool. Und dann noch mal so. Richtig cool, wusste ich gar nicht. Also finde ich echt toll, dass man hier so eine große Auswahl hat. Es gibt sogar Hosen da oben, schau mal. Ja, und Socken. Es gibt auch Socken. Hä, es gibt sogar Gürtel. Guck mal. Toll, ja. Und alles nur Kolossos. Mützen. Echt gut. Schlappen, die Schlappen finde ich auch ja, geil. Ja, die Schlappen. Es gibt sogar Unterwäsche.
Boxershorts. Hammer. Guck mal, hier kann man die sehen. Das ist auch wieder was anderes hier. War das schon immer so? Es wird immer mehr gefühlt. Ich habe mich noch nie richtig hier umgeschaut, glaube ich. So, wir haben jetzt bei Colossus noch eine Neuheit entdeckt. Und zwar gibt es jetzt hier keine Curry Kitchen mehr, keine Currys, die gibt es jetzt wohl im Wirtshaus. Aber es gibt dafür jetzt Eis und das ist, glaube ich, ganz cool, weil wenn man hier sitzt und Colossus anschaut und oder auf seine Freunde oder Familie wartet, dann kann man sich hier ein Eis gönnen. Eine Kugel 1,90, Langnese-Eiscreme oder sogar so fancy Eisbecher für 6,50 Euro. Oh, ich habe richtig Bock darauf, weil mir ist so kalt, dass ich jetzt kein Eis esse. Ja, lieber nachher im Restaurant kriegst du einen Milchshake oder ja, so. Ja, Kokosnuss. Ja, und jetzt schauen wir mal, dass wir noch was anderes fahren können. Vielleicht Desert Race, es dieselt ein bisschen. Mal sehen, ob sie noch fährt gleich. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Wow. Ah. Ghostbusters! Wir schießen Regenwolken jetzt weg hier in Ghostbusters. Die Sonne kommt raus. Sehr schön. Ja, und wir sind gerade Desert Race gefahren. Und das war geil. Der Launch ist einfach so intensiv. Es war Peeling, weil es hat angefangen zu regnen. Wir waren, glaube ich, die vorletzte Fahrt. Und dann wurde der Fahrbetrieb auch eingestellt, weil es zu doll geregnet hat. Aber jetzt fährt sie natürlich wieder, weil jetzt hat sie schon wieder aufgehört zu regnen. Es waren nur 2-3 Minuten. Trotzdem gehen wir jetzt mal Ghostbusters noch fahren, oder? Ein bisschen aufwärmen hier für dich. Ja. So, erfolgreich die Geister kämpft hier bei Ghostbusters. Und ich muss mal sagen, ich finde die Attraktion irgendwie richtig cool, weil die ist interaktiv, das 3D ist geil, die Fahrzeuge sind cool und das Wichtigste, es ist richtig viel Nebel. Oder, Nathalie? Ja, das war jetzt richtig cool, der Effekt am Ende. Ja, das war echt geil, weil das so vorne eingesogen wird, dann, das war echt cool. Also muss schon sagen, das überzeugt mich immer wieder, das Fahrgeschäft. Das ist echt sehr, sehr toll für Familien und hat uns auch Spaß gemacht. Tom hat übrigens gewonnen, du hast kläglich verloren. Das ist nicht mein Tag. Oh, aber du kriegst nachher einen Milchshake. Nein, dass ich sonst immer gewinne. Ja, du kriegst einen Milchshake. Hier ist jetzt hinter mir das Mountain Rafting. Ich stehe hier in sicherer Entfernung davon, weil wir es auf gar keinen Fall fahren werden, weil es dumm wäre. Also, es wäre dumm. Aber ich habe gehört, dass sich da auch was getan haben soll. Wir sagen mal nichts dazu, wenn ihr es gefahren seid und was gesehen habt, was sich verändert hat, dann schreibt uns mal einen Kommentar. Erzählt uns mal, was ihr da gesehen habt und wie es euch gefallen hat. Und was machen wir jetzt? Krake oder Essen? Krake! Yay! Gut geworden, ne? Ja, und? Guck mal! Ich mach gerade eine Story, oder? Oh, von den schönen Blumen. Ja. Die Sonne ist rausgekommen. Endlich. Und trocknet gerade die Bühne für die Piratenshow. Die Hoffnung ist noch nicht verloren. Aber jetzt gehen wir erstmal, Nathalie, zu Captain Stern oder wie wir sagen, Captain Sörn. Weil da gibt es ein neues Boot. Genau. Gehen wir deswegen dahin? Ja. Okay. Matthias, ich hätte gerne eine Review zum Boot, noch während der Fahrt, noch bevor wir überhaupt dran vorbeigefahren sind. Ahoi auch! Ja, also ich muss sagen, Wetter ist richtig immersiv. Also Frühling pur, dieser Ride. Es hat heute nicht so schön das Wetter, aber in diesem Ride, also es kriegen die richtig gut hin. Das Wetter ist herrlich. Also jede Achterbahn sind im Regen gefahren. Aber das hier ist jetzt, ja. Wow. Nee, toll. Bei Krake schien auch schon die Sonne. Es wird auf die Sicht auf das Nachbarsboot, sehr schön. Das kennt dort gleich. So, und jetzt? Ah, ja. Ich finde die Fahrt sehr schön hier. Ich wollte die Review zu dem Boot haben. Es kommen gerade die Frühlingsblumen. Achso, das Boot. Ja, hier war immer so ein halb versunkenes Boot. Jetzt haben die hier ein frisches Boot. Ein halb versunkenes? Ja, das war so rottig halt. Und jetzt ist das neu. Ja, da ist es, ne? Zeig mal mit dem Finger, wo es ist. Das hat auch einen Arm. Ich muss mal schauen. Wie das Panama-Till.
Wie heißt das? Anna Mathilde. Danke, Anna Mathilde. So, Review der nächsten Neuheit hier im Heidepark. Neue Toiletten beim Scream. Finde tatsächlich im Heidepark konnte man immer sagen, ah, die Toiletten sind schon ganz schön in die Jahre gekommen. Aber nach und nach werden alle jetzt renoviert und die sind richtig schick geworden hier bei Scream oben. Und das sind sogar so kleine Quietsche-Entchen in Skelett-Look und so. Das ist echt süß. Das ist mega witzig. Ja, voll süß. Also richtig schön gemacht. Ich finde es toll, dass immer so kleinere Sachen auch mal renoviert werden. Das wertet das doch mal nochmal auf. Die neue vom letzten Jahr und die hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Und zwar der Wartebereich hat jetzt ein Dach und sieht ein bisschen aus wie ein Gewächshaus. Also, wir können ja mal kurz reinlaufen. Ich weiß nicht, ob wir es fahren wollen. Nein. Aber wir können mal kurz reinlaufen und es mal angucken. Das ist irgendwie gar kein Dach. Das ist ja offen. Ich dachte, es ist ein Dach, aber es ist offen. Kommt da noch was vielleicht? Vielleicht kommt da noch ein Dach drüber. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, es sieht schon cool aus. Hat echt was von einem Gewächshaus. Noch ein bisschen mehr thematisiert hier. Ich habe zuletzt gevloggt bei, ich glaube, Captain's Turn. Ah ja, klar. Und dann sind wir nämlich zu... Wir wollten eigentlich Flug der Dämonen noch fahren, aber haben wir es heute nicht gemacht, weil da fuhr nur ein Zug den ganzen Tag und es war lange Wartezeit und ja, haben wir irgendwie jetzt nicht geschafft. Aber wir sind Krake gefahren. Genau. Und dann sind wir nochmal Dämonengruft gefahren. Gerade eben. Mein viertes Mal. Und eigentlich fand ich es tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, aber mit jeder Fahrt ein bisschen besser. Verlorenes Kind. Weil man halt so ein bisschen jetzt wusste, was einen erwartet. Hey. Und ja, es gibt so ein paar Effekte, die ich ganz cool finde. Zum Beispiel da, wo viel mit Dunkelheit gearbeitet wird. Das finde ich auch echt cool. Habe ich jetzt auch bei der letzten Fahrt nochmal gemerkt, dass es irgendwie echt eine coole Stimmung erzeugt gerade. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen belasse ich es mal dabei. Und Matthias ist irgendwie nicht mehr da. Der wollte lieber was anderes machen. Der wollte Show gucken. Piratenshow hat er geguckt. Scream war heute übrigens auch geschlossen den ganzen Tag. Oder nicht nur heute, sondern ich glaube, ist noch gar nicht auf gewesen. Diese Saison, da sind Dummies drin. Das dauert noch wohl. Weiß nicht, wann die aufmachen. Aber ja, der Park ist jetzt zu. Und jetzt gehen wir zum Ausgang. Ich melde mich nachher mit Matthias zusammen nochmal kurz. Im Heidepark. Bis bald, heute war's richtig schön. Wir sagen ciao, goodbye, farewell, auf Wiedersehen. Wir hoffen, ihr habt viel gelacht und geschrien und seid nun wie wir, Team Adrenalin. Vielleicht haben wir euch im Herzen berührt und ihr habt den Zauber gespürt. Vielen Dank für euren großen Spaß. Es ging runter, es ging drüber und leider auch viel zu schnell vorüber. Und bald wieder in den Park. Danke! Ja, es sieht ganz danach aus, als würde ich die Abmoderation alleine machen, denn Matthias ist irgendwie verschwunden. Ich hoffe, ich finde ihn irgendwann wieder. Im Idealfall heute noch. Ich bin leider auch blind, weil ich gerade meine Kontaktlinsen rausgemacht habe und Matthias meine Brille hat. Aber das soll uns nicht daran hindern, eine schöne Abmoderation zu machen. Es ist hier auch gerade ein mega schöner Ort und generell sehr viele schöne Blumen im Park. Der Frühling ist da, das freut mich. Es wird auch noch ein bisschen durchwachsen heute. Aber so ist das halt im Frühling.
Ja, die Blumen freuen sich über Regen. Ja, viel gibt's eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen von heute und ein bisschen gestern auch noch. Und ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video aus einem anderen Park wiedersehen. Bis dann. Tschüss.